Unihockey ist meine Leidenschaft, schon seit ich kleiner Bub bin. Und ich habe zuerst aktiv selber gespielt als Spieler. Und jetzt darf ich quasi meine Leidenschaft zum Beruf machen und das freut mich extrem. Ich arbeite seit 8 Jahren bei SIS Unihockey. Angefangen habe ich als Ausbildungsverantwortlicher und jetzt bin ich seit 5 Jahren Leiter Sport. Und als Leiter Sport bin ich verantwortlich für den gesamten Sportbereich. Das sind Nationalteams, das ist die Trainerausbildung, das ist der Nachwuchs, der Spielbetrieb und das sind die Schiedsrichter. In meinem Team arbeiten 20 Leute, davon sind 11 auf der Geschäftsstelle. Das Team Spielbetrieb wird geleitet von Carla Ullmann. Dabei sind der Benny Keller, da ist Zina Bär und da ist Dennis Amstutz. Für die Schiedsrichter verantwortlich sind der Thomas Erhardt und der Jonas Übersachs. Nachwuchsverantwortlicher ist der Lukas Schüpp. Für die Trainer sind verantwortlich der Pascal Haab und der Philipp Burkhardt. Für die Nationalteams verantwortlich ist der Remo Manser. Er wird unterstützt von Doris Berger. In diesem Team sind weiter unsere 7 Nationaltrainer mit ihrem jeweiligen Staff. Und zusätzlich ist der Athletik verantwortlich, der Luca Nussbaumer, und der Athletenbetreuer, der Matthias Hofbauer, in diesem Team. Corona hat natürlich auch uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr stark betroffen und es hat eine sehr grosse Flexibilität gebraucht von allen Beteiligten. Exemplarisch dafür im Spielbetrieb, wo eigentlich von heute auf morgen das gesamte Spiel musste abgesagt werden. Nachher haben wir auch ein Beispiel sind die Schiedsrichter. Die Schiedsrichterausbildung ist komplett neu gestaltet worden. Wir haben dort einen grossen Schritt Richtung Digitalisierung können machen und haben die Schiedsrichterkurse jetzt e-learning-mässig aufbereiten und können die so anbieten. Weiter auch mit den Nationalteams. Dort haben wir ganz viele Camps müssen absagen von unseren Nationalteams und sind jetzt weiterhin in dieser Unsicherheit und wissen nicht, ob die Events im Herbst und im Winter, die wir geplant haben, ob die durchgeführt werden können. Ganz allgemein natürlich ist zu sagen, dass es eine ganz grosse Portion Flexibilität braucht, sei das von unseren Mitarbeitern hier auf der Geschäftsstelle, sei das auch von den Spielern draussen in den Vereinen und natürlich auch von den Vereinen. Und da bin ich sehr glücklich, eigentlich, dass wir in der Unihockey-Familie die Flexibilität haben und von mir aus gesehen sehr gut mit dieser Corona-Situation umgehen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin optimistisch in die Zukunft schauen können, trotz der aktuell schwierigen Situation, und dass wir unsere Sportart weiterhin mit Herzblut und Leidenschaft betreiben können.